Hallo, ich bin Carsten in Mahl. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Was ist der Plan für heute? Also der Weg hier, der ist gerade nicht so gut. Also der Plan ist, dass ich jetzt erstmal zum Bahnhof in Sinsen fahre und dann geht es mit dem Zug nach Detmold, weil ich habe vor, die Römer-Lippe-Route zu fahren, also von Detmold nach Xanten. Viel los hier. Ja, vom Hermannsdenkmal bin ich jetzt schon wieder zurück. Nach dem Aufstieg da gönne ich mir jetzt erstmal ein Stückchen Käsekuchen. Und zwar möchte ich die Römer-Lippe-Route fahren. Und die geht von Detmold nach Xanten. Genau genommen startet sie in Detmold am Hermannsdenkmal. Und da habe ich mich ja vorhin hochgeschraubt. Ja, ich habe auch das letzte Stück geschoben. Gebe ich zu, ich bin Flachlandradler. Ich wäre erst um 12 Uhr heute in Detmold. Aber das lag nicht an Verspätung oder so. Ist die reguläre Fahrzeit. Aber hat sehr gut geklappt, muss ich sagen. Bin aber auch mit dem Zug um 7.44 Uhr gestartet, also recht früh. Da war natürlich der Regionalexpress nach Münster noch recht leer. Ja, die Route startet wie gesagt am Hermannsdenkmal und führt dann am Detmolder Bahnhof vorbei. Ich bin jetzt vom Detmolder Bahnhof aus über die Römer-Lippe-Route dann zum Hermannsdenkmal hochgefahren, so dass ich mir morgen den Spaß spare, weil ich fahre jetzt nur noch zum Campingplatz in Detmold-Pievelsheide. Da war ich ja schon zweimal, da bin ich angemeldet für 3 Uhr, dann sitzt halb drei sowas, oder zwischen 3 und 4 habe ich mich angemeldet. Das passt. Ja, und dann brauche ich morgen früh nicht noch erst noch zum Hermann hoch, dann kann ich direkt nach Detmold rein an den Bahnhof und dann von da aus auf die Route gehen. Da spare ich mir morgen die Höhenmeter und naja, ich habe morgen auf der Etappe noch einmal so einen Hügel, so einen ordentlichen, und dann ist das schon so okay. Ja, wie gesagt, ihr könnt dabei bleiben. Ist jetzt heute nur hier so der Prolog als Einleitung. Da oben am Hermannsdenkmal filmen, da war, ja, ihr habt es gesehen, da ist einfach zu viel los gewesen. Und man hätte man sich denken können, erstes schöne Wochenende seit langem und dann Samstagmittags. Also nicht, wann war ich da oben, 1 Uhr oder sowas. Ja, die Abfahrt runter, die war nicht schlecht. Dann war ich gerade noch einen Kaffee trinken, wieder unten.
und bin dann da auch mal kurz auf die Toilette. Und jetzt gucke ich in den Spiegel, da hatte ich hier oben auf der Glatze ein paar tote Fliegen, wie sonst auf der Windschutzscheibe kleben. Ja, 48 km/h darunter, das ist ja schon fast wie mit dem Auto. Ja, dann gucke ich mal, dass ich jetzt nach Pilwitzheide zu meinem Campingplatz komme. So, Zelt steht. Der erste Kaffee ist auch gekocht. Ja, dann schauen wir mal, wie die Nacht wird. Ich werde gleich noch mal kurz einkaufen fahren, noch mal ein kaltes Radler holen oder sowas. Und dann gibt es dann irgendwann mal Abendbrot. Denke mal, irgendeine Trekking-Mahlzeit. Mal schauen. Vielleicht fällt mir auch nachher irgendwas in die Hand. Gucken wir mal.